eines unserer Ziele ist, Rentner zusammenzubekommen, die oft alleine zu Hause sitzen, in keine Gaststätte mehr gehen. Wir fahren gemeinsam los. Sie können sagen, ach, wir möchten heute mal nach Wolfsburg oder nach Brome oder nach Wittingen. Aber für die Senioren ist das Wichtigste hinterher, irgendwo in einen Café zu gehen, einen Kaffee zu trinken und zu klönen. Ich bin Jenny Reisig, Vorsitzende des Fördervereins Ihrer Lessin, ein Dorf, ein Team. Wir haben ein Mosaik-Team. Das sind ganz viele Aktive, die sich um Veranstaltungen hier im Dorftreff kümmern. Und wir haben das FIT-Team. FIT bedeutet Flüchtlingsintegrationsteam. Dieses Projekt ist wichtig, weil wir ein relativ kleines Dorf sind mit hohem Anteil an Flüchtlingen. Und hier ist ganz wichtig, dass die Begegnung ist, dass die Menschen die Scheu voreinander verlieren, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und das geht nur durch Angebote, die wir als Dorftreff gerne machen. Ja, die Fahrradwerkstatt ist eines unserer Lieblingsprojekte. Die besteht schon seit 2015, seitdem wir das Notaufnahmelager hatten. Und ein Fahrrad ist gerade für unsere neuen Bürger die erste Mobilität. Und bei uns im Dorf ist es so, dass wir nicht so eine tolle Infrastruktur haben wie in den Städten, sodass sie dann mobil sind, selbst auch einkaufen fahren können, selbst Ausflüge machen können. Gleichzeitig wollten wir eigentlich als Vereine und Verbände für einen jungen Mann aus Ehra eine Benefizveranstaltung machen, der sehr heftig an Leukämie erkrankt war, und haben dann gedacht, das kann man vielleicht miteinander verbinden. Das heißt, wir haben also nicht nur Masken genäht für die Flüchtlinge, sondern wir haben, ich glaube, insgesamt um die 1000 Masken genäht. Und durch das Geld, was wir eingenommen haben, konnten wir einmal eben die Flüchtlinge unterstützen und andererseits konnten wir 2500 Euro an die DKMS übersenden. Ich wünsche mir in ganz Niedersachsen viele solche tollen Organisationen, wie wir das sind. Und dass es den Menschen, die oft nicht freiwillig ihr Land verlassen haben und Zuflucht suchen, gut geht, dass sie auf positive Menschen treffen und dass sie auch die Möglichkeit haben, in Frieden leben zu können.